Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte gar nicht viel Intro vorwegschicken, nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich sagen, was kommt hier auf euch zu. Ich war eingeladen von Hamilton auf eine Pressereise und es ging um den Launch einer sehr, sehr schönen Uhr, und zwar der Kaki Field Expedition. Ja, es war einiges los, wir sind Helikopter geflogen, waren wandern, hatten eine Launchparty und all das habe ich für euch in so einer Art Vlog zusammengefasst, und natürlich gibt es auch die Uhr zu sehen und ein paar erste Live-Eindrücke. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los ging es für mich so circa 7:45 am Flughafen in Frankfurt in der Abflughalle. Da, wo sich jeder trifft und man erstmal gucken muss, wo muss man eigentlich hin. Weiter ging es dann zum Gate. Um die Uhrzeit war es verhältnismäßig voll. Die Läden hatten noch nicht alle auf. An der Security hat es tatsächlich etwas gedauert. Da ich mit Kamera-Equipment gereist bin, war es natürlich nochmal etwas komplizierter, da man alles auspacken und kontrollieren lassen musste. Aber schlussendlich habe ich es dann zum Gate geschafft und am Gate selber hatte ich dann noch etwas Zeit, unter anderem um euch meine Uhr für diese Reise zu filmen. Ich habe die Pan Europe von Hamilton ausgesucht im pistaziengrünen Farbton. Wir hatten viele verschiedene Programmpunkte, unter anderem viel Action, aber auch elegantere Abendanlässe, und ich dachte, mit dieser Uhr bin ich für jede Gelegenheit gerüstet. Ziemlich pünktlich ging es dann los auf die Startbahn. Für mich ist Fliegen irgendwie immer so eine Mischung aus, ja geil, es geht irgendwo hin, wo ich mich drauf freue, und oh nee, jetzt sitze ich hier eingeklemmt zwischen wildfremden Leuten und bin darauf angewiesen, dass alles pünktlich funktioniert. In diesem Falle hatten wir einen sehr, sehr kurzen Flug, ich glaube insgesamt 50 Minuten, wovon wir dann 35 wirklich in der Luft waren. Also das war, glaube ich, mit der kürzeste Flug, den ich jemals hatte, aber man hat natürlich innerhalb dieser Zeit eine gute Strecke überwinden können, und Clemens von Hamilton, viele Grüße an dieser Stelle auch an dich und tausend Dank nochmal fürs Mitnehmen auf diese Reise, konnten uns etwas kennenlernen, etwas austauschen und uns so ein bisschen auf diese Reise, auf diesen coolen Trip einstellen. In Zürich sind wir dann gelandet um die Mittagszeit und ja, das war eigentlich sehr, sehr cool. Die Koffer kamen relativ schnell aufs Band und dann mussten wir schon los weiter zu den Zügen, wo wir dann die ersten internationalen Gäste des Events getroffen haben. Und zwar, ich glaube, das Team aus Griechenland oder aus Kanada, die waren bei uns. Weiter ging es dann mit dem Zug von Zürich aus, und wer schon mal in der Schweiz war, der weiß, Zugfahren lohnt sich allein aus landschaftlichen Gesichtspunkten. Ich glaube, so schöne Landschaften kriegt man selten geboten. Wir hatten das Ziel Sion, wo wir dann auf einen Helikopterlandeplatz gewechselt sind. Dazu komme ich aber gleich. Zwischendrin hatte ich noch leichte Flashbacks, denn wir sind in Bern vorbeigefahren bzw. durch Bern durchgefahren mit dem Zug. Und diejenigen unter euch, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich eine Zeit meines Lebens dort verbracht habe im Rahmen meines Studiums. Also kam hier nochmal so ein bisschen dieses alte Studentenfeeling auf, auch wenn es nur beim Durchfahren war. Angekommen in Sion erwarteten uns schon die ersten Hamilton-Mitarbeiter, die wir außerhalb unserer, ja, Landesbetreuer, sage ich mal, getroffen haben, und die erste Crew konnte direkt losstarten in den Helikopter. Ich persönlich habe das dann natürlich erstmal gesehen, wie die Leute einsteigen, wie das Gepäck verladen wird und wie es dann letztendlich wirklich losgeht, und ich muss sagen, ich bin noch nie in meinem Leben zuvor Helikopter geflogen. Die Aufregung stieg doch erheblich. Wir hatten noch etwas Wartezeit, da wir noch auf einen Kollegen aus Australien gewartet haben, der mit uns fliegen sollte, da die Zeit dort sehr eng getaktet sind und auch unbedingt eingehalten werden müssen von Air Zermatt, die uns geflogen haben, hat es sich eben so ergeben, dass wir in verschiedenen Gruppen gestartet sind und in verschiedenen Gruppen zusammengewürfelt dann in diesem Helikopter eben Platz genommen haben. Ich persönlich konnte die Zeit mit Clemens zusammen und ein, zwei anderen Leuten von dem Team dieser Airbase dann in der Hamilton Lounge zubringen. Das ist praktisch eine Lounge, die noch ganz, ganz frisch dort eingerichtet worden war. Ich glaube, ein bis zwei Tage vor unserem Ankommen. Ich habe da nur ganz schnell durchgefilmt, weil in dem Moment, als ich filmen wollte, hieß es, euer Helikopter ist da, geht runter, ab geht's. Ja, und dann habe ich nur noch die letzten Sekunden genutzt, um da ein bisschen für euch zu filmen. Es war auf jeden Fall dort ein sehr, sehr angenehmes Warten. Danach ging es dann los zum Helikopter. Und ihr seht, an der Seite dieses weiße Gitter, da lagen unsere Koffer drin. Deswegen durften wir auch keine zu großen Koffer mitnehmen, damit eben alles Platz fand. Ja, und wenige Augenblicke später ging es dann schon los. Ich saß vorne im Helikopter, um coole Aufnahmen für euch zu machen. Und es ist Wahnsinn, wie schnell so ein Heli abhebt.
abhebt und wie direkt er auch reagiert auf sämtliche Lenkungsmanöver des Piloten. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit einem Go-Kart in der Luft. Also man hat ein sehr direktes Fahr- bzw. Fluggefühl. Ja, und ich habe einfach die Kamera draufgehalten und versucht, den ganzen Flug so ein bisschen einzufangen. Ich kann vorwegnehmen, es ist nicht der letzte Flug in dieser Zeit mit dem Helikopter gewesen. Also man hat der Uhr, für die wir da waren, der Khaki Field Expedition, alle Ehre gemacht. Es war eine richtige Expedition und ich lasse euch jetzt einfach mal mit den ersten Eindrücken aus der Luft alleine und melde mich dann sozusagen gleich vom Landeplatz wieder, wo die Reise noch nicht zu Ende war. Nach circa 15 Minuten Flug kamen wir dann erfolgreich an in Zermatt. Es waren wirklich wahnsinnige Eindrücke. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen durch das Video oder durch die Videoausschnitte innerhalb dieses gesamten Videos hier vermitteln. Naja, und wie ihr seht, der nächste Helikopter hat dann direkt die Airbase verlassen, um wieder neue Leute zu holen. Ich glaube, wir waren insgesamt eine Gruppenstärke von, ich weiß es nicht mehr genau, 50 bis 70 Personen und alle sind gleichzeitig am Mittwoch angereist im Laufe des Tages. Ja, und ich bin frisch aus dem Helikopter gestiegen und habe erstmal ein kleines Video-Statement für euch aufgenommen. So Freunde, ich bin frisch aus dem Helikopter gestiegen, noch etwas durch den Wind im wahrsten Sinne des Wortes und ja, ich melde mich jetzt mal kurz zu Wort, gleich geht es dann weiter zum Hotel. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich konnte gute Aufnahmen machen während des Heliflugs. Falls ja, habt ihr sie bereits gesehen und seht sie gleich noch. Ja, und ich sage mal, bis nachher. Unser Ziel war schlussendlich die Riffelalp mit dem entsprechenden Hotel dort und um dort hochzukommen, musste man erst mit einer Zahnradbahn ausfahren von Zermatt. Zermatt ist autofrei und anschließend, das seht ihr hier im Bild, hat eine kleine Bahn einen nochmal so, ja, 5 Minuten höchstens, dann wirklich zum Hotel gefahren. Also es war eine wirklich abenteuerliche Reise, die der Uhr mehr als gerecht wird, aber es war Wahnsinn, mit wie viel Eindrücken man dann letztlich in dem Hotel ankam. Das war gegen roundabout 17 Uhr. Das Hotel selber, ihr seht hier einen Teil des Eingangsbereichs, war stylisch, urig und sehr luxuriös und ich meine, nahezu jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat sich genauso wie ich sehr, sehr wohl dort gefühlt. So, nach einer langen Anreise mit vielen verschiedenen Fahrzeugen hier jetzt eine kleine Roomtour für euch. Wir fangen mit dem Badezimmer an. Hier kommt man rein. Hier ist das andere Bad und ja, hier ist dann so der Hauptraum, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, alles in einem. Das hier ist das Hotel Riffelalp. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Hier hat Hamilton anscheinend auch noch eine Kleinigkeit für mich zurechtgelegt. Da bin ich gleich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ja, und der Ausblick, den muss man natürlich gesehen haben. Wie ich finde, nahezu einzigartig das Ganze. Um 18 Uhr ging es dann schon los mit einem Aperitif und ich war sehr, sehr pünktlich, sodass ich noch die bis dato relativ leere Bar schön für euch filmen konnte und das Ambiente etwas eingefangen habe. Später wurde es wirklich voll und ich habe noch getroffen den Luca Vocragazzi und den Percy. Viele Grüße an euch beide. Ja, und dann ging es weiter mit dem Essen. Beim Abendessen selber gab es dann eine Rede vom Hamilton CEO, dem Vivian Stauffer, ein super, super netter Typ. Ja, und dann ging es los mit dem Essen an und für sich. Es war ein tolles Menü, das zusammengestellt worden war. Wir durften im Vorhinein unsere Speisen aussuchen. Ich blende sie euch hier einfach ein und im Anschluss daran haben Luca und ich noch live gestreamt aus der Zigarrenlounge. Schaut euch diesen Livestream gerne im Nachhinein beim Luca, beim Vocragazzi auf dem Kanal an. So, guten Morgen zusammen. Ich zeige mich mal lieber nicht vor der Kamera. Es ist kein guter Zustand. Wir haben jetzt kurz nach 8, gleich geht's frühstücken und dann geht's hier in diese Gegend wandern. Ich bin gespannt, die erste größere Wanderung, die ich mache, sie soll mittelschwer sein. Ja, schauen wir mal, ob ich's packe. Wenn nicht, ist der Helikopter von der Bergrettung hier tatsächlich in erreichbarer Nähe. Aber ja, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Landschaftlich soll es auf jeden Fall super schön sein. Ihr seht ja hier schon so einen kleinen Ausblick. Ja, und jetzt geht's erstmal schnell frühstücken und in einer halben Stunde geht's dann schon los. Ich habe nur wenig gefrühstückt, weil frühmorgens ist das bei mir noch nicht drin und wir haben uns dann um 9 Uhr vorm Hotel getroffen für die mittelschwere Wanderung. Ich bin selber komplett untrainiert, was Wandern angeht und mich hat es etwas stutzig gemacht, dass nur so wenige es sich zutrauen, aber unter anderem der CEO war dabei und so sind wir dann losgezogen. Luca? Oh. Clemens? Ah. Wandert schon vorne weg. Aber die ganze Truppe ist am Start. Da hoch. Also, first step, da hoch. Dann weiß ich nicht, was die nächste Etappe ist. Gehen wir noch nach da. Ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, wir gehen hier erstmal hoch und dann darüber. Und dann alles an einem Tag. Ne? Genau. Wir haben schon gesagt, die Challenge ist, Hauptsache einer aus der gesamten Gruppe kommt an. Einer muss es schauen, oder ja. Muss der Helikopter. Ja, zur Not, wenn nichts mehr geht, dann holen sie uns. Zwar war der Ausblick wirklich der Wahnsinn, aber ich habe schon so nach dem ersten Drittel bis der Hälfte des ersten Wegstückes gemerkt, das wird eine knappe Nummer. Wir sind gestartet auf ca. 2000 Meter, glaube ich, und das erste Ziel war für die erste Etappe rund 400 bis 500 Höhenmeter zurückzulegen. Da war dann eine kleine Hütte, wo man eine kurze Pause hat machen können, bevor es dann weiterging. Ja, und ich hatte mir als Ziel gesetzt, möglichst bis zu dieser ersten Hütte zu kommen und dann einfach mal weiter zu gucken, was sich so ergibt und ihr werdet gleich im weiteren Verlauf sehen, wie weit ich dann letztlich gekommen bin. Well, diese Höhenmeter und ich bin komplett am Ende. Ich werde jetzt hier auf der Hälfte mit der Seilbahn, da ist sie unter anderem, nach unten fahren. Ich habe es aber immerhin hier auf die Hütte geschafft. Hier seht ihr die Hütte. Die andere Gruppe macht noch weiter, aber für mich ist hier Feierabend. Ich bin sehr, sehr stolz tatsächlich auf meine Leistung, auch wenn es jetzt nicht die Bestzeit war. Aber ja, und der Ausblick, der ist natürlich grandios. Hier nochmal meine Pan-Europe. Sie hat es mit mir nach oben geschafft.
Auf dem Weg nach unten habe ich noch einen Regenbogen entdeckt, das sah super schön aus und ich war so fertig, wie ich glaube noch nie in meinem Leben körperlich, aber happy, wenigstens die Hälfte, das waren circa 1 bis 1,5 Stunden, geschafft zu haben. Nach einer kurzen Mittagspause mit einem super Mittagsbuffet ging es dann wieder gegen 13 Uhr los zur Base von Air Zermatt und da angekommen war dann einiges an Trubel. Wir waren, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Gruppen, die jeweils mit dem Helikopter fliegen sollten. Ich war in der Gruppe 3, die aber, ich glaube, fast zuletzt dran kam. Das vorletzte müssten wir gewesen sein. Und so hatte ich ausreichend Zeit, mit den anderen zusammen zu filmen, wie eben Helikopter landen und starten. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich eindrucksvoll. Ich habe ja einen Tag vorher die Anreise schon mit dem Helikopter gemacht. Dieses Mal ging es mehr darum, so ein bisschen dieses Bergpanorama zu sehen und auch mal die Base kennenzulernen. Wir haben dann noch einen sehr schönen Film gesehen, wo ein bisschen erklärt wird, wie die Jungs von Air Zermatt arbeiten und die Mädels. Und ja, das war sehr, sehr interessant. Die meiste Zeit habe ich mich aber tatsächlich, ihr seht es hier auch im Bildmaterial, mit Percy, mit Luca und mit Clemens aufgehalten auf dem Lande- und Startfeld der Helikopter, weil da war einfach viel los. Die wurden ausgeladen, eingeladen, betankt. Die Leute sind ein- und ausgestiegen. Das war richtig, richtig spannend und wir haben auch einen Helikopter sehen können, der immer am Rand abrufbereit stand, falls wirklich mal die Bergrettung sozusagen los muss, der dann mit medizinischem Equipment ausgerüstet war. Da sind wir zum Glück nicht mitgeflogen, denn wenn man darin liegt, geht es einem für gewöhnlich nicht allzu gut. Am coolsten finde ich so diesen Anflug der Helikopter, wenn man wirklich sieht, sie verlieren an Höhe, sie sind ganz knapp über dem Boden, aber kriegen dann immer noch die Kurve, um entsprechend genau zielgerichtet da zu landen, wo eben der entsprechende Parkplatz ist. Und ja, die Vorfreude stieg dann auf unseren Flug. So, das hier, ja, ich mache gerade Video. Achso. Das ist unsere Gruppe, wir fliegen gleich im Heli. Ja. Gruppe 3, bin ich halbwegs drauf? Ja. Ich bin auch dabei? Ja, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Hier sind die Helis. Also es bleibt spannend. Irgendwelche letzten Worte? Wir sind eher die Schweigsamen. Oh,
Nach der Landung haben wir uns dann nochmal den Rettungshubschrauber angeguckt, bevor es dann wieder mit der Zahnradbahn und dieser kleinen Bummelbahn zurückging Richtung Hotel. Denn um, ich glaube, 17.30 Uhr war dann schon Abfahrt wieder nach Zermatt runter für die Loungeparty, der Uhr, für die wir alle da waren. Ja, und was soll ich sagen, die Location für die Loungeparty war wirklich der Hammer. Das Licht war Disco-Party-mäßig, also ein bisschen dunkler vom Ambiente, deswegen nehmt mir die Aufnahmen bitte nicht krumm. Ich wollte euch trotzdem natürlich festhalten, was es alles gab. Das war praktisch der Raum, wo gegessen wurde. Es gab dann noch wie eine Art, ich nenne es mal Saloon, so ein bisschen westernmäßig angehaucht und eine Galerie. Dort wurde dann letztlich die Uhr enthüllt. Nach einer Rede von Vivian, dem CEO von Hamilton, kamen dann praktisch von der Decke runter so Schwebetische an Seilen befestigt, auf denen die Uhren waren. Ja, und dann ging es los. Jeder wollte gute Aufnahmen der Uhren machen. Und ich zeige euch jetzt mal die Hamilton Kaki Field Expedition im Detail. Ich habe euch hier mal einige Fotos und Videos eingefügt aus der Location direkt, sodass ihr die ersten Eindrücke, die ich hatte, quasi durch die Kamera eingefangen auch haben könnt. Natürlich war das Licht nicht optimal, deswegen seht ihr hier im weiteren Verlauf auch einige der Pressefotos. Von der Hamilton Kaki Field Expedition gibt es 4 verschiedene Varianten in jeweils 2 verschiedenen Größen, und zwar in 37 mm oder 41 mm im Durchmesser. Abseits der verschiedenen Maße des Gehäuses kann man sagen, dass alle Uhren das Kaliber H10 verbaut haben, ein Automatikkaliber mit 80 Stunden Gangreserve und wasserdicht sind bis 10 Bar, sodass wir hier wirklich von einer Uhr sprechen können, die für Expeditionen und Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Wir haben einen offenen Gehäuse, Boden, eine verschraubte Krone, eine Nivacron-Spirale und eine Anti-Reflexionsbeschichtung. Mein persönlicher Favorit, jeweils in 41 mm, ist die Version mit weißem Blatt am Leder und die Version mit schwarzem Blatt am Edelstahlband. Für genauere Informationen zu den einzelnen Modellen der Kaki Field Expedition Serie habe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung eingefügt. Über diesen kommt ihr direkt zur entsprechenden Landingpage und könnt euch dann das jeweilige Modell anschauen, das euch besonders interessiert. Das Essen nach der Uhrenpräsentation war wieder grandios, genau wie am Vorabend. Ich habe euch nicht alles fotografiert, denn ich hatte die Ehre, unter anderem mit Vivian Stauffer, dem CEO von Hamilton, an einem Tisch zu sitzen. Und da waren die Gespräche untereinander dann doch das Wichtigste. Die Party danach ging dann dort in der Location noch langsam los, verlagerte sich dann zum Abend hin ins Hotel, wo ich dann letztlich, bevor Tischtennis und sonstige Duelle eröffnet worden sind, noch mit ein paar netten Kollegen in der Zigarrenlounge Platz genommen habe, dieses Mal ganz ohne Livestream, sondern rein privat. Ja, und so nahm dann diese Reise ein sehr schönes Ende und ich kann mich nur nochmals bei Hamilton dafür bedanken. Ja, nach circa 3 Stunden Schlaf hatte ich dann nicht mehr die Muße, unsere tatsächlich 13-stündig dauernde Rückreise noch zu dokumentieren. Wir hatten ein bisschen Verspätung beim Flug, es wurde auch im Vorhinein einer gecancelt. Nichtsdestotrotz, Clemens und ich hatten eine gute Zeit, Luca war auch noch dabei, der ist etwas früher zurückgeflogen. Ja, und ihr habt jetzt im Prinzip alles Wesentliche gesehen. Am Freitag ist nicht mehr viel passiert, außer eben die Zugfahrt und der Rückflug mit dem Flugzeug. Alles in allem war es eine wirklich grandiose Reise. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Clemens. Und auch an Hamilton dafür, dass ich dabei sein durfte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu der Reise sagt und was ihr natürlich auch zu der Uhr sagt. Welche der Varianten ist euer Favorit? Schreibt mir all das unten in die Kommentare und ich freue mich auf das nächste Video. Führen mit euch. Bis bald. Ciao.